Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Prank Bros, von vielen auf YouTube auch die Fake Bros genannt und warum die auch die Fake Bros genannt werden. Darauf komme ich jetzt zu sprechen und ich denke, das wird auch in diesem Video ziemlich deutlich werden. Sie verarschen mit fast 600.000 Abonnenten ihre Fans und das finde ich schon ziemlich traurig und auch schade, dass sie die Community so schamlos eigentlich ausnutzen. Ich finde das wirklich ziemlich schade, dass man 5-6 Pranks hochlädt, sich da kaum noch Mühe gibt für, die auch relativ unkomisch sind, also ich habe da nicht wirklich lachen können drüber, und die auch schlecht gespielt sind, die Kameras sind schlecht versteckt, und ich habe jetzt einfach mal 5 Pranks mir rausgesucht, die neuesten, und in jedem Prank war irgendwas, was wirklich absolut auffällig war und eigentlich ziemlich traurig ist, dass die das nicht selber merken, und vielleicht merken sie es auch und scheißen einfach drauf. Ich finde das wirklich ziemlich schade, dass man so mit seiner Community umgeht. Und möchte von hier aus auch nochmal Danny the Creek grüßen. Dein Video zu den Prank Bros ist unten verlinkt. Guckt auch bei ihm mal vorbei. Ansonsten hat auch KuchenTV ein gutes Video dazu gemacht. Kann ich auch absolut empfehlen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass die Kamera, die die beiden benutzen, ein großer Camcorder ist zumeist. Und dieser Camcorder hat eine Linse mit einem Durchmesser von einigen Zentimetern. Und die gilt es eigentlich relativ schwer zu verstecken. Und das ist schon ziemlich traurig, dass das eigentlich kaum jemand auffällt und es auch kaum einer hinterfragt, wenn man sich die Kommis mal durchliest. Einige schlaue Füchse sind natürlich immer dabei, aber es ist schon ziemlich merkwürdig, dass die Community sich so verarschen lässt. Aber kommen wir auch schon zu den Videos, fangen wir an. Fangen wir auch schon mit dem Ausgesetzt-Prank an. Das Offensichtlichste ist eigentlich, dass das Licht im Innenraum brennt. Und der wird auch relativ schnell drauf angesprochen und dann sagt er, ja gut, die Lampe ist kaputt. Lassen wir das einfach mal so stehen und lassen wir das auch vollkommen außer Acht, dass man so den Camcorder relativ schnell sieht, wenn denn im Raum die komplette Beleuchtung an ist. Also das ist schon relativ einfach zu durchschauen. Der Camcorder ist auch relativ schlecht hinter dem Lenkrad versteckt. Und da muss man schon tagblind sein, um das nicht zu sehen. Und das finde ich auch schon wieder dermaßen schlecht. Aber das lassen wir vollkommen außer Acht. Aber Moment mal! Fällt das keinem auf, was da irgendwie falsch läuft? Es ist eine Straftat. Ich möchte jetzt nicht korinthenkackerisch wirken, aber es ist eine Straftat, mit Licht im Auto zu fahren. Der begeht nicht nur diese Straftat, sondern begeht auch noch weitere. Er filmt sich selber, ich weiß nicht, wie da die Regeln sind, aber man kann es im Strafgesetzbuch nachlesen, dass man zumindest mit dem Licht im Innenraum nicht fahren darf. Er fährt unangeschnallt und er filmt sich selber dabei bei der Fahrt und hat nicht beide Hände am Steuer. Gut, das kann man jetzt sehen, wie man will, aber wenn man nicht telefonieren darf am Steuer, sollte das auch ein Problem sein. Und er ist auch noch blöd genug, das dann hochzuladen. Also mir soll es jetzt egal sein. Ich finde es allerdings schon relativ scheiße, wenn man andere Leute gefährdet und sich dann halt eigentlich auch mit. Also sollte man das auch noch hinterfragen. Des Weiteren fällt auch auf, dass im Hintergrund, während er wegfährt, die Kamera, die er doch da aufgestellt hat, überhaupt nicht zu sehen ist. Und in einer späteren Aufnahme ist die Kamera plötzlich ganz gut zu erkennen, beziehungsweise ist das schon relativ deutlich, dass es eine Kamera sein könnte, die da blinkt im Hintergrund. Ich blende das hier mal ein, den Screenshot. Und das sind so viele Sachen, die in diesem kurzen Video schon vollkommen scheiße sind und schlecht umgesetzt, dass das einfach nur traurig ist, dass das anscheinend kaum jemand auffällt. Und ja, kommen wir auch schon zum nächsten. Kommen wir zum Chili-Bären-Prank. Und zugegeben, die Kamera auf dem Schreibtisch lassen wir auch vollkommen außer Acht. Die ist ja da, so angeblich noch versteckt, aber die gut 5 cm Durchmesserlinse fällt einem natürlich nebenher nicht auf, man ist tagblind, ist auf den PC fokussiert und guckt sich da irgendwelche Videos an, was auch immer. Gut, lassen wir das mal vollkommen außer Acht, dann ist natürlich die Reaktion total übertrieben, man isst irgendwas und dann ist man total außer Rand und Band und kotzt da fast in Eimer, wenn man da 2 Gummibärchen mit Chili isst. Aber nun gut, was daran auch wieder auffällt, dass direkt wieder an der Tür mit der angeschalteten Kamera sofort der Bruder wartet und als wenn er da irgendwie 5 Stunden stehen würde. Also das, also hinterfragt ihr das nicht? Also die das jetzt geliked haben oder wirklich abfeiern und denken, das ist echt, hinterfragt ihr sowas nicht? Also denkt ihr, der sitzt jetzt da oder steht ja 2 Stunden an der Tür? Also ist doch klar, dass das innerhalb von 5 Minuten aufgenommen wurde und der da einfach nur gewartet hat, bis er irgendwie ein Zeichen bekommen hat oder irgendwie das Spucken hört. Und naja, lassen wir das auch vollkommen außer Acht. Ich komme noch zu anderen, besseren Beweisen. Aber mir fällt dazu nichts mehr ein. Kommen wir auch schon zum Elektroschläger-Prank. Und dort ist eigentlich relativ schnell auch auffällig. Es müsste einem noch auffallen, wenn man im komplett leeren Fitnessstudio ist, dass sich jemand einem nähert von der Seite. Aber es fällt ihm jetzt nicht auf. Und gut, wir glauben das jetzt einfach mal. Er ist so fokussiert aufs Training, dass er das nicht bemerkt. Und dann kommt der ja auch von hinten zum Ende. Gut, wir glauben das jetzt einfach mal.
Dann wird er geschockt mit einem Elektroschläger, der für Mücken ist. Und jeder, der das schon mal abbekommen hat, weiß, dass es zeckt, aber man verliert nicht die Koordination über die Beine oder sonst was. Man kann sich vielleicht erschrecken und sagt, ey, fuchtet vielleicht mit dem Arm kurz, was ist die Scheiße, was soll das? Aber man fliegt nicht hin und man fliegt auch nicht so perfekt abgerollt wie er hin. Er stößt sich nirgends und weiß was ich. Es wäre auch sonst viel zu gefährlich, wenn das halt zum Beispiel mit einem Elektroschocker gewesen wäre. Dann hätte er auch die Koordination gut verlieren können und hätte wahrscheinlich auch die Kontrolle über seine Beine verloren und dann wäre er auch hingefallen. Aber dann hätte er sich verletzt wahrscheinlich dabei. Es wäre ein Bein gerissen oder Knochenbruch oder und eine Prellung. Und er hat sich ja so perfekt abgerollt. Und wenn man das Video einfach nur mal einblendet, wie er sich abrollt, dann fällt es doch einfach auf, dass das alles nur gefaked ist und ganz große Scheiße. Und wer das nicht hinterfragt und so Kleinigkeiten, den hinterfrage ich selber auch mit seiner Intelligenz. Also ganz ehrlich, das ist schon ziemlich traurig, was auf YouTube abgeht und dass die so mit ihren Leuten umgehen und jeder Prank und wie und was Beschissenes drin hat, was sofort auffällt. Aber kommen wir zum nächsten. Kommen wir auch schon zum Taubenkacke-Prank. Wer denkt sich diese Namen aus? Angefangen damit, dass im Flur eine auffällige Kamera zu sehen sein müsste, beziehungsweise eigentlich das wirklich nicht zu übersehen ist, wenn man einen Camcorder da abstellt. Auf dem Flurboden und man kommt da rein und man läuft natürlich dran vorbei. Die war natürlich grandios versteckt. Lassen wir das alles mal außen vor, dass die Kameras da wahrscheinlich dermaßen scheiße versteckt sind in diesem Video. Und das alleine schon reicht, um den Prank eigentlich schon wieder auffliegen zu lassen. Gehen wir dann einfach mal zum Szenario. Die gehen auf die Terrasse und die schweigen sich einfach an. Und wenn ich jeden Tag geprankt werde von irgendwem, und das 5-6 Mal die Woche und das über Monate hinweg, dann hinterfrage ich eigentlich jede Aktion. Ich glaube, ich würde meinem Bruder überhaupt nicht mehr trauen. Jeder, der einigermaßen intelligent ist, würde alles hinterfragen. Die schweigen sich dann an. Gut, die Freundin steigt dann auf. Gut, man kann auch mal nichts sagen. Man muss sich nicht immer unterhalten. Ihr kriegt dann die Plörre dann auf den Kopf. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Schön, die Plörre hier auf dem Kopf. Ja, wir lachen uns alle scheckig. Sehr witzig und wie gesagt, die Kameras sind dermaßen beschissen versteckt. Auf dem Flur liegt ein Camcorder und der läuft dran vorbei und es wird sich nicht mal die Mühe gemacht, das irgendwie so aussehen zu lassen, dass die auch versteckt ist oder sonst was. Und noch auffälliger wird es beim neuesten Prank, wenn man jetzt den sich anguckt. Kommen wir zu guter Letzt zum Betteinsturz-Prank. Gerade heute hochgeladen und dort fällt sofort wieder auf. Die Kamera ist beschissen versteckt, hat sogar noch einen geneigten Winkel, also so, dass man eigentlich fast davon ausgehen muss, beziehungsweise wenn man es einigermaßen hinterfragt, dass sich es wahrscheinlich dabei um ein Stativ handelt, das die Kamera so festhält, beziehungsweise auch so sicher festhält, weil wenn man das einfach am Buch kippen würde oder wie auch immer, ist die Aufnahme eigentlich gefährdet und das macht eigentlich keiner, der irgendwie sowas macht. Aber gut, lassen wir das jetzt dahingestellt, er hat das jetzt am Schrank perfekt versteckt und es fällt ihm natürlich auch nicht auf, der läuft da mehrfach dran vorbei und es fällt niemandem auf. Und ich glaube, jeder kennt dieses Phänomen, wenn man irgendwie mal in der Klasse sitzt und man wird irgendwie von einer Nachbarin irgendwie beobachtet oder was auch immer, oder man beobachtet selber jemanden und der merkt das dann, dreht sich dann zu einem und sieht einen plötzlich dabei und man fühlt sich irgendwie ertappt. Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, beobachtet zu werden und jeder merkt das eigentlich auch relativ schnell. Und ich glaube, ich wäre so misstrauisch in dieser Wohnung, dass ich relativ krass auch und empfindlich darauf reagieren würde, wenn mir irgendwas komisch vorkommt. Und gut, das hinterfragen wir jetzt aber auch nicht. Also wie gesagt, wir lassen das jetzt einfach so, hat es perfekt versteckt und der Winkel ist perfekt auch eingestellt und hält auch die komplette Aufnahme. In dem Video ist zu hören, wie auch die Kamera entfernt und es hört sich fast, wenn man genauer hinhört, auch danach an, als wenn es ein Stativ wäre, aber hört selbst. Da ist gar nichts drunter, du Schwanzkopf. Siehst du, dein MacBook jetzt kaputt gegangen, Alter? Geht's dem MacBook gut? Auf, guck mal unten drunter. Was hast du gemacht? Du hast es kaputt gemacht, Alter. Junge, ich bekomme jetzt das neue Bett im Fahrrad. Gut, jetzt werden einige natürlich wieder sagen, das kann sich jetzt nur so angehört haben, als wenn es gerade aus dem Stativ genommen wurde. Und der Winkel war jetzt nur so eingestellt, weil er das perfekt im Schrank versteckt hat und das hinterm Buch vielleicht geklemmt hat, diesen Camcorder, und das ist nicht weiter aufgefallen. Dann glaubt das gerne weiter und schöne Grüße an den Weihnachtsmann, by the way. Also ich finde das schon ziemlich traurig, das nicht zu hinterfragen, und wer immer noch bei der Meinung bleibt, dass das jetzt perfekt versteckt ist, sollte vielleicht auch nochmal daran denken, dass es schon ein bisschen komisch ist, wenn man jetzt an die Größe der Linse denkt, am Anfang des Videos, von 5 bis 7 cm Durchmesser, was schon ganz schön beachtlich ist für eine Kamera, dann fällt das schon ziemlich schwer zu glauben, dass es nicht auffällt, wenn man da mehrfach dran vorbeiläuft, wie in dem Video zu sehen, und das einem einfach nicht auffällt.
Des Weiteren ist auch ein bisschen komisch und was gegen das gute Verstecken spricht, ist, als er versucht, die Kamera dann wieder zur Hand zu nehmen, relativ schnell auch an der Kamera ist und die auch nichts großartig wegräumen muss, sodass man eigentlich auch relativ ersichtlich dadurch ist, dass die Kamera nicht gut versteckt wurde. Also vollkommener Blödsinn, weil er wollte ja auch die Situation gut auffangen und die Reaktion seines Bruders und hatte die Kamera relativ schnell zur Hand. Und das kann ich auch nochmal einblenden, während ich hier rüber rede. Und wer das nicht hinterfragt, das ist schon ziemlich traurig. Ansonsten finde ich allgemein das ziemlich traurig, wie die Leute mit ihrer Community umgehen. Sicherlich gucken sehr viele sehr junge Leute hier auf YouTube zu, aber einige laden jetzt gerade Videos hoch, wie sie Luftballons aufblasen und es geht dann 5-6 Minuten oder legen sich in Wackelpudding rein. Das hat einfach mal Millionen Klicks und ich finde das einfach nur traurig, dass da so liebloser Content, wo sich gar keine Mühe mehr gegeben wird, das überhaupt nicht hinterfragt wird und es wird trotzdem geliked und gefeiert und okay, mit 7 bis 10 hätte ich es vielleicht auch noch lustig gefunden, aber weiß ich nicht, von 10 bis 20 ist das doch echt traurig. Also was ist mit den Leuten heutzutage los? Also Behind hat eine ziemlich gutes Video dazu gemacht und das Thema auch aufgegriffen, also eine Bestandaufnahme von YouTube. Und das fand ich ein ziemlich gutes Video. Ich denke, er trifft da den Nagel auch ziemlich gut auf den Kopf und man muss das vielleicht mit diesem Trash auf YouTube in Zukunft einfach viel schlimmer auch noch leben, als es jetzt der Fall ist. Aber nun gut. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich vielleicht einige überzeugen konnte und schreibt eure Meinung bitte unten rein, bitte sachlich, auch nichts gegen die Jungs, keine Ausdrücke und so, das möchte ich nicht lesen. Ansonsten landet das sowieso im Spam-Ordner. Ansonsten würde ich mich selber das Teilen freuen und ein Like und vielleicht auch ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.